Ein typisches Menü, was sich viele Deutsche morgens beim Bäcker reinzimmern. Butterbrezel und Schokodrink. Jetzt ratet mal, wie viele Kalorien das Ganze hat. Genau, mehr als ein McChicken mit mittlerer Pommes bei McDonald's. Das sind fast 800 Kalorien. Wenn wir die Nährwerte vergleichen, stellen wir fest, dass das McDonald's-Menü ziemlich ähnliche Makros aufweist wie das Bäcker-Menü. Brezel und Schokodrink haben halt mehr Zucker. Der springende Punkt ist, du weißt, dass McDonald's nicht gut für dich ist, schlechte Qualität hat, Zusatzstoffe hat und selten gegessen werden sollte. Aber das hier, wie oft geht sowas morgens um 10 über die Theke? Ist wirklich so geil, dass es einen Bäcker an jeder Schule gibt, an jedem Supermarkt, vor jedem Baumarkt, in jeder Mall und 10-mal im Umkreis von 50 Meter in der Fußgängerzone? Stell dir vor, das wären alles McDonald's-Filialen. Das hier geht als Snack durch. Im Alltag vieler Menschen, die sich keine Gedanken drüber machen, das ist das Problem.